Heute hab ich eigentlich gar nichts gemacht, nur ein bisschen über andere nachgedacht. Auch ein bisschen über mich, aber dann ließ ich es sein, denn es klingelte und Karl kam rein. Ich war indisch essen, indisch essen, indisch essen mit Karl. Aber vorher saßen wir im Garten herum, die Blumen blühten und die Bienen haben gesummt. Und dabei sprachen wir über das Länderspiel, also hauptsächlich ich, denn Karl redet nicht so viel. Ich fragte Karl, wie geht's denn deiner Frau? Und es kam mir so vor, als wüsste er's nicht genau. Ich hakte nach und bekam einen Schreck. Karls Frau war schon seit Wochen weg. Sie hatte schon länger einen chinesischen Freund. Aus dem Ping-Pong-Club hat Karl gemeint. Ich sagte Karl, mach dich bloß nicht verrückt. Wacht einfach ab, die kommt zurück. Normalerweise geh ich mit Karl zum Chinesen, doch das wäre jetzt unpassend gewesen. Ich war indisch essen, indisch essen, indisch essen mit Karl. Nachher hab ich ihn noch nach Hause gebracht, da hat Karls Frau uns aufgemacht. Ich frag sie, na, wie war's mit dem Chinesen? Sie sagte, och, war schön gewesen. Ich war indisch essen, indisch essen, indisch essen mit Karl.